ich erwarte eine sehr spannende und schwierige Partie auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man letztes Jahr gespielt hat, haben wir noch eine kleine Rechnung offen, würde ich jetzt sagen, als ehemaliger Spieler von letzter Saison. Aber allgemein wird es eh immer, Pokal ist was anderes, ein sehr spannendes, schwieriges Spiel. Aber ich glaube, zu Hause kann man da schon was mitnehmen und eine Runde weiterkommen ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen auch den, sag ich mal, dem Spiel Favoriten starken. Ja, ich glaube mal, es geht um Grundprinzip und Pokal eigentlich, die Aggressivität, die Härte, der Ehrgeiz, die Leidenschaft da reinzustecken. Und da kann man, sage ich mal, auch als kleine Mannschaft, egal ob es Regionalliga, untere Ligen ist oder wir als Drittligist, halt die Großen ärgern halt, wenn man da viel reinpackt und dann einfach das noch umsetzt, was ein kleiner Plan ist. Dem gibt man ja gerne nicht preis. Aber ich denke mal, wenn man das umsetzt, alles kann man den schon schlagen und auch sehr schwieriges Spiel machen, dass die zu Fehlern zwingen und dann uns halt, sage ich mal, gute Situation ausspielen. Ja, ich denke, die Fans werden auch sehr wichtig sein am Montag. Ich hoffe auch, dass so viele wie möglich ins Stadion kommen, uns wieder wie am Montag unterstützen und da halt auch nochmal halt die gegnerischen Teams verunsichern und uns halt in jeder Situation pushen, halt gerade bei so einem Spiel halt, wenn da von außen viel kommt und die Aktionen gefeiert werden, das ist für ein Spieler nochmal motivierend und dann gibt man noch mehr Gas halt, dann kann man auch über die 100% drüber gehen und dann gewinnt man eigentlich so ein Spiel mit den Fans zusammen als komplettes Team halt, als kompletter Verein. Nein, bis jetzt noch nicht. Ich glaube mal, wir haben ein paar gute Schützen drin. Aber ich denke mal, Elfmeterschießen wollen wir es nicht drauf ankommen lassen. Aber wenn, kann man das ja mal nach dem Training geheim noch trainieren. Aber trotzdem mag man nicht so viel preisgeben. Aber ich denke mal, bis dahin wollen wir es nicht kommen lassen. Wir wollen das schon in den 90 Minuten, wenn dann, entscheiden, um halt da auch, ja, das Spiel klar für uns in die nächste Runde zu tragen.